Ahoi Leute, herzlich willkommen zu diesem Call of Duty Moab Gameplay Commentary Sniper MP7 Video. Das ist mittlerweile mein dritter Versuch, dieses Video aufzunehmen. Beim ersten Mal war das Video in doppelter Geschwindigkeit, was ein wenig nervig war. So, wir kommen auch gleich zur Sache. Ich habe meine Perks dabei: Sleight of Hand, Fingerfertigkeit, Quick Draw, schnell ziehen und Marksman, Meisterschütze, alle drei auf Pro. Und falls ihr denkt, warum hat er denn auf der Map Marksman mit, das ist allein der, aus dem Grund, da ich diesen ganzen Qualm etc. auf dieser Map nicht mag. Nein, ja. Nein, ja. Meine Abschussserie ist auf der 5 die Air Drop Trap, die Abwurffalle. Auf der 14 der Stealth Bomber. Und auf der 18. der EMP. Ja, der elektromagnetische Impuls. So, und wir fangen auch schon mal gleich an. Da kommt er gerade online zum Zocken, der eine. So. Wir fangen gleich mal an. Das ist jetzt nur ein bisschen Rummelcamp hier, deswegen können wir das mal ein bisschen vorspulen. Ich spiele das mit einem Kumpel zusammen und meine Klassen bestehen aus. Mal kurz gucken, dass ich wieder 1,0 treffe. Meine Klassen bestehen aus MSR mit erweiterten Magazinen und Blau, wie man sieht. Und dem MP9. 9, ja, 9. Ganz normal. Ohne Schalldämpfer, ohne irgendwas. So, ich sterbe hier zu Anfang jetzt noch zweimal. Aber da, ja. So. Tims, ciao. Ich sehe jetzt erst gerade die ganzen Namen hier. Ey, das ist ja echt unfassbar. So, das war gerade ein Schreibkill, die mich besonders nerven. Und ja, habt ihr übrigens schon von dem neuen Cod 9 gehört? Es soll Black Ops 2 werden. Na, ist auch egal. So, jetzt auf jeden Fall gleich. Jetzt geht's los. Hier knife ich ihn. Jetzt klaue ich ihm seine MP7. Und jetzt beginnt der Spaß. Mit der MP7 und der Sniper erreiche ich diese Moab. Den gehe ich dem ersten Headshot und dem zweiten. Ich weiß nicht, wo der hingeschossen hat. Ich habe ihn zu Alpha echt nicht gesehen, ey. Das ist so ein epic Moment gerade. Boah, kaputt müde. Wir haben zwar erst 7:30, aber dann irgendwie bin ich. So, und jetzt kommt der Vorteil des Marksman. Du siehst ihn halt, ohne dass ich halt durch diesen. Mit Marksman hätte ich halt nie im Leben gesehen, dass da einer durch den Schatten steht. Durch den Schatten steht. Hinter dem Rauch steht. Und hier anstatt einfach die Sniper weiterzunehmen, klaut er mir den Kill. Ich Idiot. Egal, ich habe Glück, dass er hier gar nicht die erweiterten Magazine drin hat, weil ich nur so viel Money für die MP7. Na egal, ich habe meine Airdrop Trap. Und das reicht mir noch nicht. Ich baller erstmal munter weiter. So, jetzt mache ich hier noch zwei Kills. Klack. Und das war Buka gerade. Oh Gott. Was ein Fail-Video. So, da habe ich jetzt schon wieder mein Stealth-Bomber. Ja, Blake's it works now. Dip-di-ding. Ich glaube sogar, dass Blix das Video bei sich noch als englisches Commentary hochladen wird. Was natürlich ganz geil wäre. Ja. Kennt ihr dieses Feeling? Ihr seid irgendwie so auf einer 20er Killstreak oder so. Und dann wisst ihr, ihr könnt schaffen, diese scheiß Mob zu bekommen. Und vor allem im Softcore Team Deathmatch. Ey, das hat mich so. Boah. Ich war so geflasht, ey. Das war so. Boom. So zum Ausrasten irgendwie. Das war so geil. Schreibt einfach mal unten drunter, wie ihr diese Gefühle findet, mit wenn ihr dieses Ding denn endlich erreicht. Und so. Also ich finde es echt unfassbar. So, jetzt stellen wir Handy hier schon wieder. So, da sehe ich den Totenkopf. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie oft ich den in der Runde getötet habe. Da habe ich ihn gerade rechts lang laufen sehen, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Da schon wieder.
Du hältst einfach mal die MP7 in der Hand und ballerst weiter. Und den hat sich Kanika Schuder geklaut, der Sack. Aber den werde ich ihm gleich noch wieder zurückklauen. Oh, guckt euch das an, das ist schon wieder Bugard und schon wieder im Heli. Bugard, ey, was ist das eigentlich für ein Name? Naja, auf jeden Fall, da kommt der Kanika Schuder. Auch ganz starker Spieler. Gleich werde ich immer einen kleinen Kill klauen. Da habe ich Glück, da kommt er mit FMG9 Akimbo auf mich zu, aber ich ratze ihn weg. Mein MSR. Da auch keiner sehe ich. Egal, ich chill mich erstmal hier um kurz eine Runde hin. Jetzt ist wieder gerade eine kleine Break mit dem Kill so. Da links habt ihr den MK. Oh Gott. Da habt ihr den MK-Shooter gesehen. Und ich habe ihn genau in dem Moment, wo er ihn eigentlich knifen wollte, habe ich ihm den Kill geklaut. Aber sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr zu meiner Moab gekommen. So, und jetzt, das war der, ich glaube, 21. Kill. Da kommt jetzt der 22. Kill. Ja, ich bin Prestige 10, ich glaube, Level 61 jetzt oder so. Ihr könnt mir auch gerne bei Steam adden, wenn ihr immer noch mit mir zocken wollt. Das war jetzt der 23. Da kommt hier jetzt der. Da hatte ich Glück, dass der mich nicht erwischt hat. Da habe ich einen Headshot. 24. Und BOOM! Da haben wir die Moab. Oh Gott, ich liebe diesen Sound, ey. Mother of all Bombs. Und da geben sie mir nochmal ein SSD-Säcke. Und jetzt. Das wäre jetzt auch nochmal geil geworden, hätte ich den im Jumpshot gekillt, ey. Das wäre. Aber naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis die Tage und ich lasse jetzt noch mal kurz bis zum Ende durchlaufen. Dann seht ihr meine Stats. Ich schmeiß mir noch mal kurz die Airdrop-Treppe hin. Und ich kann auch getötet werden. So, und jetzt kommt hier auch gleich schon der Last Kill. So. Auch von DI Apokalypse, Apokalypse ist da, auch ein ganz starker Spieler. Dem hier No Scope, auch unter den Akimbo Noob. Jawohl, ich danke, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, das sind nochmal meine Runden-Stats. Bis die Tage. Abonnieren war natürlich nicht schlecht, aber naja, ich will nicht betteln. Also haut rein.